und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Samstag, der 18. September und heute werde ich wieder mal bei einem Tag von mir mitnehmen. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich heute schon gefrühstückt und ich werde heute wieder einen produktiven Vlog filmen, also euch zeigen, was ich den ganzen Tag über so mache. Und meine To-Do-Liste wird jetzt gleich folgen. Ich habe sie noch nicht geschrieben gestern. Eigentlich schreibe ich sie immer am Tag davor, aber irgendwie bin ich gestern relativ früh eingeschlafen, weil ich echt müde war. Und weiß jetzt schon, was ich sozusagen machen muss heute, weiß aber noch nicht genau, welche Reihenfolge und wie lange es ungefähr dauert. Muss ich nochmal planen. Aber eine Sache ist auf jeden Fall, dass ich meinen Spanischunterricht buchen muss. Ich muss noch ein Buch bestellen für die Schule. Dann muss ich noch für Biologie lernen. Dann kommt nachher noch ein Paket an, was ich mit euch zusammen auspacken möchte. Da freue ich mich schon voll drauf. Dann möchte ich noch ein anderes Video drehen für euch. Und dann nachher habe ich eigentlich noch eine Verabredung mit meiner besten Freundin. Ich weiß nicht ganz, um wie viel Uhr wir das machen, weil sie mir gestern um 2 Uhr nachts geschrieben hat, dass sie heute doch erst so nachmittags abends kann. Deswegen mal gucken, wann wir das machen. So, ich habe mich jetzt auf mein Bett gesetzt und ich habe tatsächlich jetzt für die nächsten Videos einen etwas schöneren Hintergrund ausgesucht, glaube ich zumindest. Sonst habe ich mich immer vor mein Fenster gesetzt, was irgendwie ein bisschen dumm ist, da ich ja sozusagen dann das Licht abgesperrt habe und jetzt habe ich so das Licht eher so in mein Gesicht und ich glaube, dass es ein schönerer Hintergrund ist für die Videos. Und ich drehe heute ein Video über die Frage, wie ich mir alles merken kann, was ich lese, und da erkläre ich überhaupt mein System, wie ich meine Notizen mache von den Büchern, die ich lese oder über die Bücher, die ich lese. Und das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, weil der Vlog erst später online kommt und ich verlinke das Video sehr gerne in der Infobox unten. Okay, ich werde jetzt zuerst meine neue Spanischstunde buchen. Irgendwie muss ich sagen, ich habe wirklich so Pech mit meinen so SprachlehrerInnen, weil ich hatte ja meine Koreanischlehrerin, ihr kennt sie ja wahrscheinlich, und irgendwie hat sie in der letzten Zeit, also die letzte Zeit, in der wir noch zusammen gearbeitet haben, da hatte sie irgendwie immer die Zeit, wir haben uns irgendwie total oft verpasst. Und das gleiche war es auch mit meiner Spanischlehrerin, die ich eigentlich für den Dienstag gebucht hatte, aber da konnte sie dann nicht. Dann habe ich sie für Freitag angefragt, aber da konnte sie auch nicht. Und deswegen habe ich irgendwie momentan total Pech mit meinen Sprachlehrern. Aber ich werde jetzt gucken, ob ich einen neuen Lehrer, eine neue Lehrerin finde, die dann irgendwie der oder die nächste Woche Zeit hat. Wir hoffen es mal. Choose date and time. Und die Stunde ist gebucht, also können wir schon eine Sache von meiner To-Do-Liste abhaken. Und die zweite Sache, die ich jetzt mache, ist das Video zu filmen. So, ihr wisst ja, dass ich eigentlich ein großer Fan der Eat the Frog Methode bin. Das heißt sozusagen, dass man den Frosch am Tag immer zuerst isst. Also, man macht sozusagen die schwierigste, die blödeste Aufgabe als allererstes. Habe ich jetzt schon mal nicht so gemacht, weil ich erst diese Spanischstunde gebucht habe und dann das Video gefilmt habe. Was beides jetzt nicht Sachen sind, die ich gar nicht mag und die ich total schwierig finde oder so. Sondern der Frosch heute ist eigentlich Biologie zu lernen, weil ich das wirklich schon die ganze Woche mir herschiebe, weil ich keine Lust habe, dieses Bio-Dingens da zu machen. Aber ich werde es jetzt machen, jetzt anfangen, Biologie zu lernen. Und ich glaube, ich gehe dafür runter, weil ich irgendwie unten am Schreibtisch, an meinem Esstisch besser lernen kann als in meinem Zimmer. Keine Ahnung warum. Ich brauche diesen Tapetenwechsel ab und zu. Und deswegen werden wir jetzt den Frosch essen und runtergehen. Okay, ich freue mich sehr, da das Paket gerade bei mir angekommen ist. Und zwar ist es ein Paket von Trend Raider. Dieses Paket hier, das ist wirklich ziemlich groß und ich werde jetzt mal ein kleines Unboxing mit euch machen. Beziehungsweise vielleicht sogar ein großes Unboxing, denn diese Box ist ziemlich groß und da sind auch ziemlich viele Dinge drin. Und zwar ist Trend Raider eine Firma, die jede Woche ein neues Paket rausbringt mit den besten nachhaltigen Trends. Und ich habe jetzt die Box für den September. Diese Box hat einen Warenwert von 110 Euro. Also ich bin sehr gespannt, was da alles drin ist. Und dieses ganze Konzept soll einfach zu einem nachhaltigeren Lifestyle anregen, was ich total cool finde. Und ich habe auch die vegane Box ausgesucht. Also natürlich sind alle Produkte da drin auch vegan. Also in diesem großen Karton haben wir jetzt die eigentliche Box drin. Und das ist wie gesagt die vegane Variante. Wie man vielleicht erkennen kann, ist das Thema der Septemberbox auch Into the Forest. Was ich sehr toll finde, ist, dass es so ein kleines Heft gibt, wo auch die ganzen Produkte noch einmal beschrieben sind. Das heißt sozusagen, man weiß auch genau, was da drin ist, was für Produkte sind, was in den Produkten enthalten ist. Die erste Sache, die ich sehe, ist die vegane Bowl, beziehungsweise eine proteinreiche vegane Bowl. Und zwar ist das die Geschmacksrichtung Chocolate Orange.
Ich freue mich übrigens sehr auf das Essen und die zweite Sache sind auch diese veganen Gummibärchen hier. Und tatsächlich sehe ich gerade einfach, dass da Vitamin B12 zum Beispiel enthalten ist. Und ich habe gerade gelesen, dass einfach zwei dieser Gummibärchen den ganzen Vitamin B12-Bedarf eines Tages decken sollen. Steht hier zumindest und das finde ich total beeindruckend. Also ich freue mich voll über diese Sachen, weil ich glaube, dass es total hilfreich ist, bestimmte Produkte zu finden, die einem wirklich gefallen, wie zum Beispiel diese Gummibärchen hier. Weil ich finde sie total interessant und kann mir auch vorstellen, dass ich sie in Zukunft vielleicht öfter kaufen werde. Oh mein Gott! Oha, oh wie schön. Es gibt auch einen Kalender hier drin und ich freue mich darüber mega, weil ihr kennt mich. Ich liebe so Tischkalender und sowas. Hier steht sogar drauf mit Seiten zum Auftrennen. Was kann man auftrennen? Und zwar steht da vorne so ein kleiner Hinweis drauf, wie zum Beispiel, diese Pflanze hat einen ähnlichen Aufbau wie unsere roten Blutkörperchen. Dann kann man das ja aufmachen und sozusagen sehen, von welcher Pflanze die Rede ist. Die nächste Sache ist dann diese Augencreme hier und die hat einen wahren Wert von 35 Euro, was ich einfach total krass finde. Wenn man bedenkt, dass einfach diese Trendbox an sich schon irgendwie 35 Euro gekostet hat, deswegen ist es auf jeden Fall ein totales Schnäppchen. Dann machen wir weiter mit weiteren Snacks, über die ich mich eigentlich am meisten freue in diesem Paket. Und zwar sind das zwei Müsli-Snacks. Eigentlich möchte ich jetzt alles probieren, aber wir essen gleich noch Mittag und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so schlau. Dann haben wir hier fair produzierte Socken, die auf jeden Fall sehr gut zu dem Thema Into the Forest passen. Dann haben wir auch noch so innovative Abflussreinigerstäbe. Kann man das erkennen? Und so ist jetzt sozusagen die Bedienungsanleitung dafür. Bevor wir jetzt zu den weiteren Snacks kommen, haben wir erstmal eine feste Gesichtscreme. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie eine feste Gesichtscreme benutzt. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Dann ein weiterer Riegel, und zwar ist es so ein Frucht-Nuss-Riegel. Und ich habe auch noch eine weitere Nussmischung, wie heißt das? Müsli-Mix gefunden, was natürlich auch noch viel zu passt. Dann haben wir eine Duftkerze, die aus Rapswachs und aus recyceltem Altglas hergestellt wurde. Sieht sie von innen so aus. Okay, was ist das? Ah, also hier haben wir noch einen Drink drin. Und zwar ist das ein, ich muss nachlesen, ein Meerfruchtsaft mit Zink und Vitamin C. Oh mein Gott, eine Sache, auf die ich mich gerade so freue oder über die ich mich gerade so freue, sind diese veganen, zuckerfreien Kaugummis. Ich liebe Kaugummis, aber ich finde irgendwie nie so wirklich gute, die halt vegan sind, zuckerfrei sind, aber trotzdem halt irgendwie lecker schmecken. Und ich habe sehr hohe Erwartungen und freue mich aber sehr auf diese Kaugummis hier. Und dann haben wir auch noch diese feste vegane Deo-Creme, also einfach ein festes Deo. Ansonsten sind in diesem Paket jetzt hier noch kleine Gutscheincodes und sowas drin. Und natürlich habe ich auch noch einen Gutscheincode für euch für Trendraider. Und zwar ist das der Code LaraEmily15, womit ihr dann 15% Rabatt bekommt. Und zwar gibt es natürlich im Oktober auch wieder eine weitere Trendraider Box. Und das Thema dort ist Sweet Home. Also es geht sozusagen um Gemütlichkeit und um Zuhause. Und da wird zum Beispiel auch ein Produkt von Everdrop dabei sein, was ziemlich cool ist. Also vergesst nicht dort zu bestellen, falls euch das interessiert und ihr nach coolen, nachhaltigen Ideen oder Proben sucht, die euch vielleicht später dann gefallen könnten. Ich freue mich besonders auf diese Kaugummis hier. Komisch und ja, auf jeden Fall sehr professionell gerade. Aber ich wollte euch kurz das Buch zeigen, was ich momentan lese. Und zwar ist es dieses Buch hier, wo ich jeden Abend eine Seite lese. Und ich finde, das ist immer so ein super schöner Abschluss am Tag. Deswegen ist das Buch auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir. Aber ich würde sagen, das war's auch schon heute, denn ich werde jetzt schlafen gehen und das war's. Also vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen. Tschüss!